Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Ski Gaming GeForce Video und herzlich willkommen zu einem Infovideo zur FIFA 15 Ultimate Team. Wir haben gerade den 19.12.2014 und ich werde das Video auch höchstwahrscheinlich an diesem Tag rausbringen. Um 13:30, also das müsste ungefähr hinkommen. Mit den Rendern und mit dem Upload. So denke ich mal, so 18, 19 Uhr wird das schon online kommen. Das seht ihr ja dann selber. In diesem Video rede ich ein bisschen über den Marktcrash, was jetzt so bald passieren wird. Zum Beispiel mit Team of the Year kommt ja bald raus. Und ja, zum Beispiel hat EA jetzt, ich weiß nicht, vor einer Woche oder vor ein paar Tagen jedenfalls, ein Bild rausgebracht, wo, ich kann es jetzt einmal hier gleich öffnen, ein Moment. So, das öffne ich hier, jeden Tag etwas Neues gibt, heute gab es, oder gibt es, ein gratis 5000 Münzen Pack und 35k Packs, hier auf dem Fernseher sieht man das. Bei mir 5 Sets verbleibend, 35.000 oder 700.000 FIFA Points, da sind das größte Set mit 30 Objekten drin, also schon echt viel, 35.000 kann man sich mal holen, ist kein falsches Pack. Und ja, damit gibt es jeden Tag etwas Neues, ich weiß nicht was, aber ich denke mal bis zum 2. Januar ist schon echt lange hin und da gibt es wahrscheinlich, denke ich mal, bestimmt Weihnachten, richtig geile Packs, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, also das wird schon richtig abgehen, es werden wahrscheinlich auch richtig geile Turniere kommen, die zwar dann schwer sind zu gewinnen, aber nichts ist unmöglich. Und ja, dann wollte ich noch ein bisschen über den Marktcrash reden. Der Markt, also ich sage jetzt mal, jeder teurer Spieler sinkt im Moment echt, ich würde jetzt sagen nicht viel, aber er sinkt halt, was eigentlich gar nicht so schlecht ist meiner Meinung nach. Natürlich, die teure Spieler haben und die vielleicht noch verkaufen wollen, ist es wahrscheinlich schlecht, weil die halt immer weiter sinken mit dem Preis. Und außerdem werden die Coins, die man bei MMOGA oder Randyone oder wo auch immer kaufen will oder kaufen kann, eher gesagt, immer teurer, weil man immer mehr Packs kaufen, immer mehr Packs kaufen will und das Team of the Year jetzt ansteht und dann kommen immer mehr Münzen. Wenn immer mehr Münzen gekauft werden, werden die Preise immer höher, weil sie halt auch nicht so viel haben an Coins, deswegen steigt der Preis immer. Ich weiß nicht, gestern war oder vorgestern war Winnie-Won noch 5 Euro 100k. Das ging eigentlich noch, aber ich habe jetzt gestern und heute nicht hingeguckt. Aber ich brauche keine Münzen, habe 1 Million Münzen. So nebenbei. Und ja, wie gesagt, teure Spieler werden so, denke ich mal, 20-35% billiger. Also wer ein Ibrahimovic kaufen will, dann ist das wahrscheinlich in so ein paar Tagen die Zeit. Aber ich würde Ihnen den Rat geben, meiner Meinung nach, so wie letztes Jahr, sind die Preise beim Team of the Year richtig gesunken. Da werde ich auch nochmal ein bisschen drüber ein Video machen, über den Marktcrash. Weil, ja, das ist am Anfang Januar. Ich glaube so 10., 11., 12. Januar kommt das Team of the Year raus. Kann ich aber nichts versprechen. Und ja, nochmal zusammengefasst kurz, Spielerpreise sinken, teure Spieler vor allem und ja, die Coins werden auch teurer, wenn man sich welche kaufen will. Und es gibt jeden Tag ein Geschenk, weiß ich jetzt nicht, ja, genauso wie heute ein 5k Pack als Geschenk. Also ich habe auch unnötig, weil man da eh nichts drin zieht, glaube ich. Und dann halt neue Packs und vielleicht auch mal neue Turniere, die halt viele Münzen bringen, wahrscheinlich auch Packs, aber halt schwer zu erspielen sind. Und ja, wollte ich noch was sagen, ich habe hier einen kleinen Zettel gemacht, Coins werden teurer, Spielerpreise sinken, neue Packs, Marktcrash, ja, habe alles gesagt. Falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Das Video geht so circa 5 Minuten und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, dann weiß ich, ihr wollt mehr Infos Video haben. Und ja, letztes Mal haben wir schon die 10 Likes geknackt und auch schon echt viele Aufrufe meiner Meinung nach für unsere Verhältnisse. Also wenn wir es diesmal wieder hinbekommen, würde ich mich echt drüber freuen. Und haut rein, bis zum nächsten Video und ciao!